Jo Leute, und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Channel. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr kommt, dass ihr eine Kindersicherung einstellen könnt auf eurem Smartphone. Ich sage dazu, das betrifft jetzt nur Android, kein iOS. Ich würde sagen, wir fangen an. Also ihr geht erstmal auf Einstellungen drauf. Jetzt sagt ihr hier, oh, bei WLAN, jetzt scrollt ihr mal runter. Und jetzt seht ihr hier, Google-Dienst und Einstellungen. Da tippt ihr mal drauf, Leute. Und jetzt seht ihr hier so, mein Google-Konto halt. Geht hier runter auf Chrome, bekehren Sachen. Hier, Jugendschutzeinstellungen. Jetzt geht ihr hier drauf. Jetzt starten. Kind oder Teenager, wer verwendet dieses Gerät, muss man jetzt einstellen. Also man kann jetzt einstellen, ich sag jetzt einfach mal Eltern. Teil, Family, also jetzt kann man sich hier noch Family Link, habe ich jetzt leider nicht. Aber Leute, wenn ihr das habt, könnt ihr, wie gesagt, euer Kind überwachen, wie gesagt, was er macht. Ne? Wir können ja nochmal Kind oder Teenager machen. Jetzt kann man sich hier Google-Konto deines Kindes auswählen. Sieht man hier. Hier kann man noch ein Google-Konto hinzufügen. Ich nehme jetzt mal meins. So. Weiter zu Family Link. Jetzt hat man hier so Einstellungen, was die Eltern halt machen müssen. Ne? Und so einfach ist das Ganze dann halt auch. Ne? Ich zeige es euch nochmal. Ne? Ja. Also ihr geht nochmal auf Einstellungen drauf, Leute. Ich zeige es nochmal für die, die nicht entdeckt. Jetzt mache ich nochmal langsam runterscrollen. Auf Google-Dienst und Einstellungen. Auf Gerät teilen, also hier nicht. Jugendschutzeinstellungen. Drauf tippen. Jetzt schreibt ihr jetzt starten. Jetzt könnt ihr auswählen, wer dieses Gerät handelt. Und jetzt mache ich auch nicht mehr weiter. Ich nehme jetzt einfach mal Kind oder Teenager. Weiter. Bitte Warteposition. Dann müsst ihr euch irgendwie mit der Handy verbinden. Jetzt kann man hier gucken, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt drückt ihr hier mal drauf. Ich nehme jetzt ganz schnell mal das Google-Konto. Und jetzt hier E-Mail oder Telefonnummer kann man jetzt hier eingeben, dann kriegt das Elternteil halt. Je nachdem, wer es gerade benutzt hat, könnte ich auch als Kind ausgeben, dann habt ihr viel mehr Glück. Aber so einfach ist das Ganze. Jetzt mache ich wieder zurück. Und so einfach ist das Ganze dann halt auch. Wisst ihr, wie ich meine? So, falls euch das so toll gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Ciao.